Die Salzburger AG setzt Maßnahmen für den Hochwasserschutz. Durch den Klimawandel transportiert die Salzach immer mehr Schotter, Holz und Co. aus dem Gebirge in die Landeshauptstadt und lagert dieses sogenannte Geschiebe hier ab. Damit das nicht zum Problem wird, beugt die Salzburger AG mit Baggerungen vor. Wir sind da eigentlich direkt in der Stadt Salzburg herinnen. Unter uns ist die Eisenbahnbrücke. Gemacht wird Folgendes, es wird da im Bereich der Eisenbahnbrücke das Sohlpflaster entfernt. Das Sohlpflaster sind große Storner, die an der Flusssohle der Salzach liegen und dort während der Bauphase der Eisenbahnbrücke abgelegt werden. Die werden jetzt eben nicht mehr benötigt und deswegen werden die jetzt entfernt. Weiters wird eben das Geschiebe da umgelagert, das Geschiebe zwischen Pioniersteg und Müllnersteg, der hinter uns ist. Und Ähnliches passiert eben auch an der mittleren Salzach im Bereich zwischen ca. St. Johann und Vorwerfen. 23.000 Kubikmeter Geschiebe werden bei den Arbeiten derzeit umgelagert. Bei der Geschiebeumlagerung wird das Geschiebe aus der Salzach entfernt mit Bagger, wie man es im Hintergrund sieht, dann auch mit Mulden und LKWs und wird das Geschiebe dann weiter stromabwärts wieder der Salzach zugegeben. Das Geschiebe, das sind im Prinzip Steine, es sind Blöcke, Sand und Ähnliches, auch Holz, das die Salzach mit sich mittransportiert. Die Salzburger AG arbeitet schon seit 2022 gemeinsam mit den zuständigen Behörden an einer dauerhaften Verbesserung des Flussbetts der Salzach. Die Baggerungen sind dabei eine enorme Herausforderung. Man sieht, dass die Arbeiten im Prinzip im Wasser stattfinden. Man sieht da hinter uns die Bagger, die im Wasser drinnen stehen. Deswegen kann das Ganze auch nur in einer Niederwasserphase gemacht werden. Das heißt, in einer Phase, wo wir relativ wenig Wasser in der Salzach haben. Und wir müssen diese Arbeiten abschließen, bevor dann die Schmelzwasserphase kommt. Also eine Phase, wo wir wieder wesentlich mehr Wasser in der Salzach haben. Und deswegen ist das Ganze ziemlich mit Zeitdruck verbunden. Und diese ganzen Arbeiten laufen unter Zeitdruck. Und das ist auch die Herausforderung bei diesen Maßnahmen. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at.